So, da, da, herzlich willkommen zurück zu Obscura spielt. Hab mich eine Weile hier nicht blicken lassen, war doch etwas schwer mit Arbeit beschäftigt. Ja, Folgendes steht noch an. Gennens Turm ist das letzte Dungeon, das wir machen müssen, inklusive Gennen selbst besiegen. Das werden wir, denke ich, mal wieder auf zwei Videos aufteilen. Ich kann mich nicht genau erinnern, was da oben im Dungeon abging. Unter anderem waren da, glaube ich, so Räume mit unsichtbaren Böden, wo man sich so vorantasten musste. Ansonsten weiß ich nicht mehr genau, was da los war. Abgesehen davon, dass er, glaube ich, auch wieder recht groß war. Ist ja ein Turm. Wir erinnern uns ja schon an Heras Turm. Huch, ich werde verfolgt! Der wie 7 Stockwerke oder so hatte. Wenn auch nicht viele Räume. Ich weiß nicht mehr genau, was da oben abging. Möchte ich wahrscheinlich auch gar nicht wissen, aber finden wir in Kürze raus. Wir gucken einfach mal. Wir haben jetzt den silbernen Pfeil, wir haben sowieso alle Gegenstände, um Gennen entgegenzutreten. Ein Spiegelschild, Schwert auf höchster Stufe. Was wir nicht haben, sind alle Herzcontainer, aber das ist egal, das reicht aus da oben. Bevor wir uns jetzt dahin begeben, vielleicht noch mal einmal kurz zur Hexe. Ich glaube, uns fehlt ein Wässerchen, ne? Ja, wir kaufen noch ein rotes. Wie gesagt, ich bin mir echt nicht sicher oder kann mich exakt nicht erinnern, was da oben los war. Ich hoffe dann, das war nicht ganz so tricky, wie ich es jetzt einfach mal gerade annehme. Ich gehe lieber vom Schlimmsten aus. Entschuldigung, bin immer noch etwas erkältet. Hier, kauf mal. So, wie kommen wir jetzt nochmal darauf? Fliegen wir richtig. Das ist ein bisschen lästig hier oben. Man muss ja, glaube ich, gleich wieder in die Schattenwelt, um überhaupt auf Richtung Turm zu kommen. Dann muss man erstmal zum Schildkrötenfeld, wo der Teleporter war. Ach ne, genau, dann muss man erstmal zurück teleportieren in die Lichtwelt. Dann zum Schildkrötenfeld, wo der Teleporter war. Und dann können wir erst zum Turm gehen. Das war doch irgendwie mega lästig, dieses Hin und Her. Na, irgendwie machen wir das schon. Weg da. Genau, müssen wir erstmal hier auf den Brillenfelsen, um überhaupt zum Turm gelangen zu können. Heras Turm. Braucht einen gleichen Hammer. Ne, hier ist Heras Turm. Wir erinnern uns, das dritte Dungeon der Lichtwelt, wo wir irgend so ein Medaillon bekommen haben. Der Stärk des Mutes. Ich habe keine Ahnung. Dort an dieser Stelle steht jetzt gleich Gennens Turm. Wie wir da links an das Herbstteil kommen, weiß ich immer noch nicht. Ich werde das einfach mal getrost ignorieren. Wow, wow, hau ab! Na, danke schön. Ja, super, jetzt steht er noch im Wege. Krieg ich den da wieder weg? Och, nö, ne? Spinne. So. Wieder Schattenwelt. Meine Fresse, ist das ein Hin und Her. Liegt hier vielleicht irgendwo ein Herz? Och Leute. Könnt mich doch mal. Ist hier ein Herz? Nein. Also vielleicht, aber das will ich jetzt bestimmt nicht durchsuchen, den Laden. Gut, dann eben nicht. Ah. Genau, Lynel hat auch noch mal drauf. Ja, danke schön. Viel gebracht. Ja, gegen mein Spiegelschild kommst du Witzfigur nicht an. Dankeschön. So, Gennens Turm.
Mädels, aufmachen. Cloud, wir werden den Riegel an Gennens Turm mit feinden Kräften aufbrechen. Juhu! So, dann wollen wir das fette Warzenschwein mal platt machen. Also erstmal kämpfen wir uns wieder hier durch. Was haben wir denn da? 7 Stockwerke und einen Keller. Also insgesamt 8 Stockwerke. Super. Ich hoffe, die waren nicht so groß wie 5 Stockwerke. Da geht's nach unten, da geht's nach unten, da geht's nach oben. Versuchen wir es erstmal unten. In der Regel muss man immer nach oben kommen, um zum Endgegner zu gelangen. Das gefällt mir schon wieder nicht. Okay. Ja, sonst noch was? Was hier können wir hier dran ziehen? Ist bestimmt eine Falle. War ja klar. Gar nicht vorhersehbar, der Scheiß. Aha. Sumaria-Stab. Ach Gott. Den werden wir, glaube ich, hier auch noch ein paar Mal brauchen, um uns halt bei diesen nicht sichtbaren Böden vorantasten zu können. Oh nein. Verschlossene Tür. Und noch die böden Bodenplatten. Alles nicht gut. Dann versuchen wir es erstmal von der anderen Seite. Da kriegen wir vielleicht auch einen Schlüssel oder sowas. Ich hoffe, ich kriege nicht irgendwann nachher jetzt oben den Schlüssel und darf schon wieder ganz runtergehen. Da habe ich wirklich keine Lust zu. Aha, schon besser. Ja, den Scheiß. Schlüssel Nummer 1. Jetzt schon mal nicht auf. Also scheint nicht so wie im Herasturm wirklich nur ein, zwei Räume pro Stockwerk zu sein. Der Keller ist ja schon mal was größer. Noch ein Schlüssel. Sehr schön. Geht's noch, Freunde? Da sind jetzt wahrscheinlich wieder tonnenweise Rubine drin, die kein Mensch braucht. Nee, tonnenweise Ausrüstungsgegenstände, die kein Mensch braucht. Junge, ich muss mal da dran. Hm, der schießt vielleicht auf mich. Jetzt schießen die auch nicht mal, wenn die Gegner alle besiegt sind. So. Gut, wir werden schon mal mit Pfeilen und Bomben zugestopft, die wir jetzt noch gar nicht gebrauchen können. Das ist natürlich genial. Nachher haben wir wahrscheinlich wieder den Mangel, wenn es soweit ist. Keine Ahnung, versuchen wir es erstmal hier. Oh, wollte ich noch nicht nehmen. Ich muss jetzt da ran, ihr Scherzkekse. Okay. Ach, die Karte. Perfekt. Ui. Achso, ich habe mit dem zweiten Stockwerk angefangen. Ich dachte ganz ehrlich, ich hätte im ersten angefangen und wäre jetzt im Keller. Also, der erste Stock ist offenbar ganz offensichtlich der größte. Den müssen wir erstmal alles abgraben. Wenn uns das gelungen ist, dann geht der Rest vielleicht schneller. Das vielleicht auch nicht, werden wir dann sehen. Komm, klapp mal rum. Ja, das war ja irgendwie klar, dass es genau so jetzt abläuft. Ach, Nachtigall, ich höre dich trapsen. So, mal sehen. Ist hier irgendwo ein Schlüssel, ihr Kacknoobs? Gibt es. Reicht das von der Entfernung her? Ja, reicht.
Oh, was soll der Blödsinn eigentlich? Na? Ob ich das auch noch risikofreudiger machen kann, so? Wie komme ich jetzt da hin? Ah, da dürfte ich wahrscheinlich ja nicht diesen blöden. Ah ne, so geht's. Ich dachte, das hätte was mit dem Stern zu tun, auf den ich da oben getreten bin. Freunde, was soll das eigentlich? Packt man per Herzen aus. Okay. War ja nur so ein Gedanke von mir. Ich kann mich auch lächerlich machen, wenn ich will. So, das sieht jetzt mal ganz gut aus. Wow, ich selber reinfallen, ganz gut. Noch ein paar Pfeile, ist auch sehr schön. Welche Räume waren das, die wir da alle gesehen haben? Ah, rechts oben, das Ganze. Okay. Ich nehme an, dass der Boden da gleich verschwindet. Ach nee, hier war das Spielchen. Ne, man sieht schon, der Blaue läuft auf so einem unsichtbaren Boden lang. Haha, sehr geistreich. Kann man hier irgendwas dran machen? Leute, hört mich auf, mich zu nerven. Ich bin halt beschäftigt. Ja, von hier gab es, glaube ich, gar kein Weiterkommen. Junge! Sorgen wir schon dafür, dass die ganzen Gegner verschwinden. Die Stirn sind nicht noch genug. Ja, das ist richtig witzig, ey. Selten so gelacht. Ah, ist schon mal gut zu wissen, auch wenn wir keinen großen Schlüssel haben, um ranzukommen. Was war das denn? Bin ich jetzt gegen den Stachel gelaufen? Ach scheiße, jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt ist die Tür noch zu. Oh Gott. So einen Schlüssel, um hier auf den anderen Seiten weiterzumachen, habe ich auch nicht. Oh nee, ne? Wo muss ich jetzt den ganzen Scheißweg nochmal gehen? Ach du Kacke. Ja, ganz geil. So. Gut, das war schon mal ordentlich Zeitverschwendung. Wir dürfen den ganzen Scheißweg jetzt noch einmal laufen. Hoffentlich bin ich gleich nicht so dämlich und renne aus Versehen wieder in diese Tür rein. Meine Fresse, ey. Gab's hier irgendwo was, was wir noch nicht gesehen haben? Na, das haben wir alles gemacht. Ich bin nicht da durch. Ja. Deswegen gibt's wahrscheinlich die ganzen Bomben hier, weil so eine Scheiße passiert. Gut, ich die Bomben gerade noch nicht gebraucht habe. Warum mache ich das eigentlich immer so knapp? Geil. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich gerade gegangen bin. Och, ich hab kaum Lust, irgendwie drüber nachzudenken, wenn ich ehrlich bin. Sieht ganz gut aus. Hier ist auch nochmal ein anderer Raum. Wo ist das? Da oben, okay. So, also nicht da oben durch. Den Abschaum mal ganz kurz ausschalten. Ich werde schon nicht gestürzt werden von diesem Pack. Ich würde sagen, wir müssen das Feuer umnehmen.
So, kann ich einfach mal versuchen, nämlich. Gut, so weit komme ich da schon mal nicht. Das kann auch sein, dass von hier unten gar kein Weg lang führte, wenn ich da von links irgendwie ran musste. Das war eine richtig behinderte, nervige Angelegenheit hier. So, man sieht schon mal, ne? Ja, da geht es nicht irgendwo weiter. Das glaube ich verarsche. Ich muss das irgendwie von hier oben versuchen. Huch. Hab ich ja ganz vergessen. Komm. Nerv nicht. Sagen, da muss ja irgendwo ein Abgrund sein. Ach, dass ich auch mal wieder hier unten an der blöden Tür starten muss, ist auch so ätzend. Man konnte auch ihn. Ne, warte, man konnte sich das ein bisschen leichter machen. Wenn man, glaube ich, schon hier die Fackeln anmacht. Und solange die brennen, kann man den Boden nämlich sehen. Genau, das war's. Das hielt noch nicht unbedingt sehr lange. Da muss man sich ein bisschen beeilen. Stimmt, ich erinnere mich. Ach, warum ist die doch. Ach, das war doch nur eine Fackel, das waren mehrere. Stimmt, man musste sich doch gar nicht so schwer machen. Ach ja, hey, Fettwerk. Ah! Leute, ich habe echt keinen Nerv auf euch, damit das schon mal klar ist. Nicht mit Cloud, liebe Freunde. Ja, bitte, geht doch. Gut, dass ich 4 Bomben verschwenden muss, nur um diesen Scheiß zu finden. Ah! Der Endgegner aus unserem ersten Dungeon. Und jetzt hier Silberpfeil. Ich glaube, der geht jetzt ein bisschen schneller. Genau. Aber man muss natürlich auch treffen. Ja, ja gut, zur Not haben wir auch noch unser normales Schwert und können ein bisschen draufbauen. Traurigerweise sind wir auf diesem Eisboden hier. Also, zum Lachen seid ihr mal gar nicht. Ne? Wo sind wir denn? Da unten. Ach, das ist doch ätzend, verdammte Scheiße. Komm, pack mal einen großen Schlüssel aus. Ja, geht doch. Gut geraten. Frau Bömmchen, Dankeschön. Schön, dass man mal was bekommt, was man benötigt. Gut, das hätten wir schon mal. Schon mal ist gut. Wir müssen ja die Hälfte des Weges schon ein zweites Mal laufen. Ganz ohne Gegner? Kann ich mir kaum vorstellen. Yo, Bitches! Ich habe leider keine Flasche frei, ne? Sonst würde ich noch eine einfangen. Ne, na gut, okay. Ja, schon besser. Ach so, genau. Die rote Rüstung beschützt dich noch besser als die blaue. Aber sie wird jetzt der Schaden, glaube ich, nochmal halbiert, den wir durch Gegner erleiden. So. Was haben wir denn dann noch? Was wäre da unten bei dem Raum, wo es der Boden fehlte? Da kann man irgendwie noch durch. Da ging aber, war die Tür aber verschlossen. Achso, nach rechts müssen wir, da brauchen wir noch einen Schlüssel im normalen. Und da oben haben wir auch noch nicht alles gesehen. Das geht, glaube ich, über diese Wichser, über diese Plattformen, die einen so hin und her teleportieren. Wir sehen uns jetzt hier unten erst nochmal eben um. In diesem Irrenanstalt hier. Hm.
Ich weiß, ob die Tür auch mit aufging, wenn man die Fackel da oben umgeschmissen hat. Klang aber nicht so. Ich habe jetzt nichts gehört. Ich hört man das, wenn die Türen aufgehen. Nee. Ja! Einfach mal was probiert. Witzig! Achso, da, oh, achso, ne, da sind wir aber nur da runtergesprungen. Ja, davon hatten wir ja gar nichts. Hatte ich jetzt noch einen kleinen Schlüssel? Ne, habe ich aber auch gar nicht. Das ist ja mal wieder Behindo. Ist die Frage, ob wir zu diesen anderen Räumen dann über diese Teleporter kommen. Oder ob wir da vielleicht von noch weiter oben, da zum Beispiel im dritten Stock, uns irgendwie jetzt runterfallen lassen müssen oder solche Spiel. Ich meine, da wir den Gegenstand ja schon mal haben, die große Truhe da, können wir aber sagen, dass wir schon mal weiter nach oben gehen. Scheiß drauf, egal was da ist. So. Och ne, jetzt kommen die auch noch wieder. So ein Scheiß, ey. Achso, jetzt warten die Herrschaften mitspielen. Bring ich euch irgendwie aus eurem Konzept hier? Genau, verschieß mal deine Pfeile in irgendeine Richtung, ist ja egal. Ja, hör auf, mich zu nerven! Meine Fresse noch eins. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, habe ich auch keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen, nochmal nach links den ganzen Weg zu gehen. Nur in der Hoffnung, dass irgend so eine bescheuerte Plattform da mitspielt und mich irgendwo hin teleportiert. Wir können ja nochmal gucken hier rechts, vielleicht lassen die auch noch einen Schlüssel fallen, diese Schwachköpfe, beziehungsweise man bekommt einen, sobald man den Raum überstanden hat. Problem ist natürlich dieser hier. Der Fatzke. Ach geil, so eine beknackte Hand ist auch noch am Start. Oh Junge, hau ab! Kann man Spiegelschild die nicht aufhalten? Oh Gott, was kann das Ding eigentlich? Nerv nicht. Ihr seid so lustig. Ich lach mich tot. Ah, schon besser. Und so jetzt auch. Irgendwo direkt wie lang gehen können. So. Gut, dann kommt der nochmal. So, Freundchen, das lassen wir mal. Jetzt ein paar Herzen wieder. Ach, hier sind wir. Dieses Spielchen. Ich erinnere mich an den Raum. So, ganz kurz überlegen. Wir mussten, glaube ich, alle Fackeln entzünden. Du musst natürlich entsprechend lange entzündet bleiben. Frage ist gerade nur, was tut sich denn dann? Ich gehe jetzt mal da oben lang. Ach, jetzt sind wir hier. Alles klar. Die Spielchen sein lassen. Ist klar.
für alles? Für eine Bombe habe ich das jetzt gemacht? Christus, ey. Achso, damit die Tür da unten wahrscheinlich aufgeht. Haha. Gucken wir mal, was es hier gibt. Leute, ich habe keine Lust auf diese Spielereien. Der hier nervt schon mal am meisten, der Blödmann. Och, Kinas, was soll der Scheiß jetzt? Der hat Kacke, wenn da irgendwo nur ein Schlüssel drunter liegt. Deswegen möchte ich eigentlich schon gucken, ob ich da rankomme. Welchen habe ich jetzt noch nicht bewegt? Verdammt nochmal. Hätte ich auch nichts von. Die Schwachkopf kann ich ja nicht wegbewegen, oder? Ich hoffe, es gibt keinen Schlüssel. Ich meine, es gibt mit Sicherheit einen Schlüssel. Das ist eigentlich nicht so auffällig, ja? So, wir machen hier mal auf. Hier nach rechts. Ja gut, wenn ich natürlich so blöd bin, dann muss man sich nicht wundern. Ich frage mich gerade, ob das mit Hilfe einer Bombe funktioniert hat. Kommt mir gerade ein bisschen bescheuert vor. Jetzt hätte ich gerne den Bumerang auf Minish Cap, den ich so lenken kann. Womit könnten wir noch dran kommen? Nicht. Nur mit Bombe, aber die landet immer da hinten auf dem Rand, ne? Beziehungsweise es dauert viel zu lange, die loszuwerden. Nee, so wird's nicht, kann nicht sein. Das ist immer eine dumme Verarsche wieder. Nee, noch schräger geht nicht, ne? Dann hau ich ihn dagegen. Ich meine, da wir den großen Schlüssel ja schon haben, warum uns hier unten noch weiter mit dem Scheiß abgeben, ne? Was soll der Quatsch? Das ist ein so ein bescheuerter Raum. Andererseits, ja gut, Pech haben, gibt's ja kleine Schlüssel, die wir benötigen. Ich müsste jetzt irgendwo den verfluchten Schalter nochmal umlegen. Was war das hier? Achso, ja. Witzig. Ah! Ja, habe ich den vorhin noch nicht probiert? Oder dass ich den, ach, kann, dass ich den anderen dagegen geschoben habe. Gut, haben wir leider auch nichts von. Aua.
Muss ich denn jetzt jedes Mal in dieses Ding reinrennen? Das muss noch einen tieferen Sinn haben, dass ich einen dieser beiden Klötze da mal verschieben kann. Du hör endlich mal auf zu nerven, meine Fresse noch nicht. Du hinterlässt doch keine Herzen mehr oder so eine Scheiße, ne? Wo kann man denn mal so einen blöden Schalter wieder umlegen? Ja, genau. Immer rein. Jetzt noch in diesen einzelnen Raum, ey. Das ist ja gleich der Kragen. Mal gucken, ja, jedes Mal nach, ob da was ist. Ist nix. Hier hab ich noch mal. Achso. So, komme ich jetzt auch von hier wieder zurück. Dann ist mal so ein Schalter, wenn man gekippt. Aber dann wahrscheinlich gleich einen Scheißdreck von. Aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. Renne ich wieder in die Stacheln rein, wenn es geht. Ah. So, jetzt müssen wir links nochmal. Ach, Scheißdreck, ey. Die Fackeln entzünden. Jetzt werden wir mal die Gegner los, damit wir die nicht gleich aus Versehen abflammen. Ach, das Herz hätten wir gebrauchen können. Na gut. So, lass mich in Ruhe. Das hat schon mal besser funktioniert als gerade. Achso, jetzt sind wir von der nächsten Provinz. Ist ja da wieder zu. Ach, irgendwie. Ich denke auch heute an gar nichts hier. Sieht das jetzt von hier aus? Nee, der kriegt ja auch sofort die Scheiße. Vor allem, wenn der dich nicht wegwirft. So. Werfen, du Penner! Nee, also dann bin ich auch überfragt. Man muss irgendwie dreimal drücken, bis er den weggeworfen hat. Diese Medaillons, die können ja die verdammten. Noch schräger? Nee, schräg habe ich gesagt. Noch ein bisschen. Schräg ist nicht so Linksstärke. Nee, das funktioniert alles nicht. Ach, ich habe auch nur noch eine Bombe, sehe ich gerade. Das heißt, das Spiel hat mich auch gleich erledigt. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal nach oben. In der Hoffnung, dass wir hier keinen Schlüssel finden, den wir benötigen. Bring mich mal zum Eingang zurück, du Blödmann. Ich hab keine Lust, den Weg zu laufen.
Dankeschön. Geht einfach mal nach oben und hoffen, dass wir keine normalen Schlüssel benötigen. Beziehungsweise, dass wir die vielmehr hier irgendwo finden. So, wir müssen auf sich zu stören. Du störst nämlich immer. Ja, diese Bekloppten. Ach nee, den muss ich ja mit den Pfeilen erwischen, den Doofmann. Ja. Machen wir das doch einfach mal. So. Wir können ja mit dem Umhang auch über die Stacheln drüber laufen, aber das machen wir jetzt mal nicht. Das ist ja doch Magieverschwendung, wie es doch irgendwie anders geht. Nee, so geht's nicht. So. Mit etwas Pech muss ich die Herrschaft immer wieder kalt machen. Achso, mein tolles Teil fährt die hier ab. Das ist schon mal gut. Wir sind immer noch für Stachelheinzelproblem. Aber wir testen erstmal vielleicht. Können wir aber was verschieben hier? Nein. Natürlich nicht. Okay, läuft nicht. Wir auf der anderen Seite einen, wird er schon mal auf uns belästigen. Ja, verdammt, das geht aber nicht, komme ich mehr durch. Ach meine Fresse, noch eins. Ich mach's mir heute unnötig schwer. Ach du Scheiße, ey. Warte, mein blöder Schild schützt immer mich vor diesen dummen Laserstrahlen? Kann mein Schild eigentlich irgendetwas? Wo sind wir eigentlich gerade? Dritten Stock. Okay, hier ist schon mal die erste Tür, die wir mit dem Großen aufmachen müssen. Okay, da unten ist Action angesagt. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass ich nach unten muss? Und wieso habe ich den Eindruck, dass es jetzt gleich richtig zur Sache geht? Ach, und die Bekloppten sind auch noch da. Wann wacht der denn nochmal auf? Ach, waren gar nicht so viele, wie ich dachte. Die haben unsere Herzen schon ganz schön geschröpft, die Schweine. Okay, so geht's nicht. Ich hab gedacht, der Boden verschwindet, deswegen bin ich nochmal losgelaufen. Ist aber gar nicht der Fall, sind nur ein paar Schwachmaten hier nerven. Oh, da steht so einer und lacht mich aus. Achso, da ist der da. Achso, der hat auch das
Zauberpulver gewechselt. Weil ich keine Bomben mehr habe. Das ist super. Aber jetzt wüsste ich auch nicht, wie man unten rüberkommen soll. Ja, weil wir keine Bomben haben, spielt auch keine Rolle. Ach ja, vielleicht kriegen wir irgendwo noch welche, dann können wir gleich mal zurückgehen und ausprobieren. Ich dachte, eine. Die heben uns lieber mal auf. Ja, Leute, langsam ist es nicht mehr witzig. Nee, ist echt nicht mehr witzig. Nee, den da. Jetzt wird's krank, Leute. Was halt echt nur noch fehlt, ist, dass wir gleich eine verschlossene Tür vor der Nase haben. Und ich den verdammten Schlüssel im Keller finde. Oder im Erdgeschoss oder wo auch immer. Ich würde gerne wissen, ob da irgendwo... Oh. Herzen sind, wollte ich sagen. Ich glaube, ich verzichte auf diese mögliche Erkenntnis. Ach, der nächste bitte. Ich muss aber auch nochmal alles auspacken, was er hat, ne? Ja, aber gegen mein mega starkes Schwert seid ihr einfach nur lächerlich. Ich meine, ihr stört ja sowieso nicht wirklich. Die Nervensäge ist das Ding da unten. Falls euch dieser Sound nervt, ja, mich nervt er auch. Aber ich werde jetzt noch kein Wasser benutzen. Ich habe noch die kranke Hoffnung, gleich eine Fee oder ein Herz zu finden oder sowas. Gut, also der hinterlässt wohl nichts. Der Raum gefällt mir nicht. Ein Herz, cool. Jetzt werde ich euch allen zeigen hier. Ah, diesmal haben wir keine Fackel, die wir entzünden können, um darüber zu kommen. Jetzt müssen wir echt ein bisschen tricksen. Legen wir doch gleich mal oben. Sehr schön. Nein. Damit die Kerle auch euch noch alle kalt machen, das kann echt nicht wahr sein. Aber nicht so extrem wie gedacht. Boden scheint nicht zu verschwinden, das ist schon mal gut. Das Pech wartet, da wieder irgendwo ein bekloppter Gegner auf uns. Und da oben sind ja wieder so Augen, die auf einen schießen. Ach, nicht nur ein bekloppter Gegner, das ist eine ganze Armee von... Naja, gut, eine Armee nicht. Nur zwei. Ein Knochenkopf, ey. Also, so ein Herz, wie wär's denn mal? Ja, richtig. Ja, das war klar. Ja, mach mal einen Abflug. Ach du Scheiße, ey. Das Problem an diesem Level scheint wirklich nur so das Erdgeschoss zu sein, wo man sich jetzt mit dem ganzen Scheiß durchkämpfen muss.
das hier so einfach alles nur noch irgendwelche tricky Spielchen. Aua. Um uns noch ein bisschen auf den Sack zu gehen. Ja, wie laufen wir jetzt mal am besten um den ganzen Scheiß zu entzünden? Weiß ich auch nicht so genau. Beweg dich. Oh, die habe ich ja nicht gesehen. Bitte um Verzeihung. Ich wollte euch nicht belästigen. Da sehen wir noch ein fetter Raum unter uns. Aber es gibt keine Tür dahin. Vielleicht von da oben runterfallen lässt. Aber wie komme ich dann wieder da weg? Ach, kann natürlich auch wieder so ein Raum mit so Teleportern sein. Ah, alles klar. Könnte einfach so eine Scheiße sein. Hier runterfallen, dann lande ich wieder unten mitten in den. Ach, Scheiße! Alles klar, das muss schneller gehen. Ich würde sagen, jetzt mitten rein. Du Schweinepriester! Okay, die Sache mit dem Schluss. Das Gute ist ja, bisher ist es nur diese eine Tür hier. Das geht jetzt schief. Nee, doch nicht. Klappt. Irgendeiner muss ja treffen. Gleich nochmal, bitte. Und gleich nochmal. Scheißdreck, ey. Das sieht auch schwer danach aus, als würde der Boden jetzt gleich absacken. Nein, diesmal nicht. Oh. Hoppla. Ah! Ah, das ist wieder hier die Dingens, die Heratunte da, die. Blick auf die Karte werfen. Ach, hier bin ich jetzt, okay. Liebe Lanmola oder was da ist. Da mit meinem Schwert. Zwei Schläge. Ah, okay. Lohnt mich bloß nicht so reich. So eine Fee zum Beispiel, das wäre ja mal was gewesen. Ich renne aber auch jedes Mal voll rein. Und jetzt. Jawohl. Der gefühlte 20. Stock jetzt, wo ich bin. Ne, 7. Ach, 7 ist doch oben, oder nicht? Okay, du Ziegenhirte. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich bei dir jetzt tun musste. Herzen sind noch nicht voll. Und das ist unser Freund Arganim, ne? Jawoll! Oh la la! Mein Respekt, dass du das hier geschafft hast, Cloud. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Echt? Denn ein drittes Mal wird es nicht geben, hahaha. Du Scherzkeks! Okay, lass uns spielen.
Also man sieht natürlich, welcher der richtige ist, aber man muss überall ein bisschen aufpassen, besonders wenn sie gleich mit ihren Blitzen um sich ballern. Haha. Aber das können wir eh nicht verhindern, also... einfach das Beste hoffen. Kannst du es lassen? Oh, jetzt stehen natürlich ganz schlecht. Ich treffe dich trotzdem. Mann, was bin ich gut, ey. Ah, ich dachte, vielleicht treffe ich ihn zweimal. Komm ab damit. Gannon, hat er sich in Arganim versteckt? Hey, eine Fledermaus, die mache ich mit meinem Bumerang kaputt. So, da hinten kommt er angeflogen. Wie ein Stein zur Erde. So, jo, das war das Dungeon auch schon. Na, schon ist gut, wir haben uns lange genug aufgehalten und nicht mal alles gefunden. Wir machen jetzt hier nochmal einen Cut und dann bleibt jetzt hier nur noch Gannon selbst zu bezwingen. Die wird einfach hinterher springen und dann ist es das gewesen. Doch, wir packen jetzt ein extra Video. Ja, genau das machen wir. Gut, das werden wir jetzt gleich aber direkt trotzdem im Anschluss schon spielen. Dann sage ich halt mal, bis gleich.